Hallo und herzlich willkommen beim Spaß am Kochen. Und wir machen heute, wie versprochen, einen Topfenkuchen mit Mandel und Pfirsich. Und das wird jetzt voll geil. Ja? Das ist einmal quasi vorangekündigt, nicht angemeldet. Einfach eine geile Geschichte wird es. Und zwar für den Kuchen braucht es auf jeden Fall 250 Gramm Topfen. Dann braucht ihr ja Pfirsiche, ein bisschen Salz, Butter, Mandeln, ja? Und natürlich Salz, Zucker und Mehl. So, als allererster muss man die Eier trennen. Und da gibt es ein kleines Schmäh, das habe ich ja schon in ein paar Videos gezeigt. Ja? Man haltet die Finger leicht gespreizt und das Eiweiß rutscht einfach runter und die Dotter bleibt in die Hand. Ja? Also voll geile Geschichte. Ja, probiert es ein paar Mal aus, danach funktioniert es. Also mit jedem weiteren Mal funktioniert es immer besser. So. Und das dritte, da ist jetzt ein bisschen was daneben gegangen. Das macht nichts. So. Sehr gut. Darum arbeite ich immer mit Küchenrolle. Und jetzt können wir das Ganze einmal schaumig schlagen. So, dann machen wir hier weiter, um das wirklich schön zu kriegen. Dann das gleich mit die Eidotter zusammenmischen alles. Wie gesagt, 250 Gramm nehmen wir Topfen, denn das soll ja auch jetzt ein Topfenkuchen werden, also ein Topfenfleckkuchen. Das Ganze mischen wir schön zusammen. Es geht ja auch relativ schön. Geben wir noch ein wenig Joghurt hinein. So, da geben wir jetzt ein bisschen Joghurt rein. Nicht viel. Einfach nur so 2,5-3 Löffel. Und dann geben wir auch schon unser Butter rein. So, und dann vermischen wir das Ganze. Jetzt geben wir in den Eiweiß ein wenig Salz rein. Ja, Salz braucht ihr absolut bei jedem Kuchen oder 99% aller Kuchen. Mein Schatz ist da, gleich habe ich eine Kamerafrau. Hey Baby. So, ich habe einmal abknutschen müssen, tut mir leid. So, und jetzt geben wir immer Zucker nach und nach, damit unser Eiweiß ganz steif wird. Aha! So, drehen. Zack. Na, habe ich ja gedreht. Was will das Telefon heute? So, wieder. Ja. Super. Na, kann man eh da umdrehen. Zack. Na, dann noch.
Zack. Fertig, sag doch hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. So, also wir haben hier so Sachen da reingegeben. Was wir heute nicht vergessen dürfen, ist das, was wir letztens vergessen haben, nämlich den Backpulver. Weil beim Topfen, egal wie viel Eiweiß hier reingibt, der Topfen ist sehr schwer. Ja? Und deswegen funktioniert rein mit Eiweiß nicht, dass der Teig aufgeht. Also wir werden jetzt das Ganze einfach so machen, ein wenig an Milch eine. Wie gesagt, mein Rezept, ihr kennt das sehr, gibt es keine genauen Angaben. Also da musst du schon ein bisschen nach und nach probieren. So. Und das brauchen wir auch noch, das ist ein Päckchen Vanillezucker. So. Ein Päckchen Vanillezucker. Und dieses geben wir auch noch rein in unseren Topfenkuchen. So, jetzt vermischen wir das Ganze mit unserer Mehl. Das wird natürlich jetzt ganz feste. Ja. So. Also mir persönlich ist es jetzt ein bisschen zu fest. Da mache ich aber nichts miteinander. Da gebe ich einfach ein bisschen Mühe rein und vermische es dazu. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Mehl erwischt. Oh ja, jetzt schaut schon gut aus. Jetzt schaut schon besser aus. Wir können jetzt natürlich auch Joghurt reingeben. Ich gebe jetzt einfach ein bisschen Milch rein. Das soll jetzt nicht. So, und am Abend, falls ihr wollt, habe ich mir gedacht, da machen wir quasi Spare Ribs und zusätzlich machen wir auch noch einen Kartoffelsalat. Also wenn ihr das möchtet, schreibt es einfach jetzt in die Kommentare rein und natürlich auch Daumen hoch, Herzeleins, was ihr wollt, das wollen wir sehen. Okay, das ist fantastisch. So. Jetzt gibt man noch ein bisschen der Zucker ein und nebenbei widmen wir es uns dem Pfirsich hinzu. So, nebenbei widmen wir es dem Pfirsich hinzu. So, oh, andere Seite. Dankeschön. So. Also von der Konsistenz ist das wirklich unglaublich. Ja? Das ist natürlich jetzt ein Topfen. Topfen ist logischerweise etwas strammer, etwas dicker als normales. Ein normaler Teig. Einfach fantastisch. Ja, wir wollen nicht unhöflich sein, aber auf Nico sein Handy steht nämlich gar nichts dort und in mein Handy sehe ich gerade, dass Urfühler schon Hallo, Grüß Gott, Hallo, Hallo geschrieben hat. Ein Hallo von uns zurück natürlich. Öffner streikt oder Dose? Oder beides? Na, die Dose streikt und hier streikt der Öffner. Ja, ach Gott.
Die sind verdammt scharf, ja. Genau. Also ein Minuspunkt an die Produzenten von dieser Dose. Ein fetter Minuspunkt, liebe Leute, aufpassen. Ja, also auch wenn die Pfirsiche lecker sind, ist die Dose, ja, die ist einfach extrem gefährlich. Ja. So da. Die Pfirsiche schneidet man wieder einfach klein. So. Klein. Denn die müssen wir jetzt dann gleich auflegen. Also mit dem Topfen passt das extrem gut zusammen. Das wird so eine richtige Gaumenorgasmus-Symphonie. Das muss ich so vorstellen, einfach wie so Topfenkollatschen oder sonstiges was. Und das Ganze aber mit so einem Kuchenfeeling, also viel weicher, viel leckerer. Und natürlich durch die Mangeln hat es auch das Ganze ein bisschen anderen Geschmack. Ja. Das heißt, Manni tut quasi neben Mittagessen Fernsehen, weil er geschrieben hat, du backst und ich esse zu Mittag. Na, sehr gut. Ja. Wenn ich mich nicht verschaut habe, glaube ich, sind es Burger. Mhm. Lecker, lecker. So, da. Also, wie gesagt, falls ihr es wollt, heute Abend machen wir noch einmal den Kartoffelsalat vom letzten Mal, falls jemand das nicht gesehen hat, und auch damit ihr ein paar Tipps wieder bekommt, wie man quasi beim Schneiden oder beim Sonstiges, man sich da einfach leichter tut. Ja? Ich würde sagen, unser Eiweiß ist schon so steif, dass sich da hier nichts mehr tut. Das könnt ihr euch anschauen. Das ist einfach ein Gaumenorgasmus und das ist wunderschön. Ja? Schaut euch das an, das bleibt ja alles gleich drauf. Ja. So. Als allererst geben wir da ein bisschen was, das kennt ihr eh schon. Da halt ein bisschen mehr. Boah. Also ich liebe diesen Eiweiß. Meine Frau auch. So. Das erste Mal ist es wurscht, wie ihr es macht. Ich rühre es einfach immer so ein bisschen wild umeinander, damit sich der Eiweiß ein bisschen halt mit dem Teig vermengen kann, vermischen kann. Servus, Harry! So, schaut euch das an. Das wird jetzt schon ganz fluffig. Das wird jetzt schon ganz fluffig. Ja. Also, Ich kann es nicht so oft wiederholen, wie ich es gerne hätte, aber bitte vergiss nicht, dass bei einem Topfen, ja, der Teig einfach von Haus aus etwas dicker ist. Ja. Also wundert euch nicht, da soll ich euch nicht denken, okay, das muss jetzt viel, viel lockerer sein oder sonstiges was. Nein, das ist wirklich ein dickerer, ein festerer Teig und das passt aber auch so. Also ich liebe dieses Haar. Lecker, lecker, schmecker, lecker, schmecker. So, dann tun wir jetzt hey, Schatzi, restliche Teig einfach so drunter heben. So. Jetzt zeigen, das ist einmal genug. Auch wenn ihr jetzt ein paar Stellen habt, wo mehr Eiweiß zum Sehen ist, ja, das macht nichts. Das macht ja den Kuchen ein wenig besonders, weil genau an diesen Stellen quasi, wo der Eiweiß ist, schmeckt er halt ein bisschen anders. Ich kann ehrlich gesagt nicht aufhören zu sprechen. Also das schmeckt eh schon. Also anstreiten kannst du es auch nicht, dass du naschen tust, gell? Genau. Naja. Zum Glück ist es kein Staubzucker, sonst hätten die Leute was Falsches gedacht. Jetzt weiß ich, warum der immer so gut drauf ist. Ja, ja, immer dieser Staubzucker. So, da. Schauen wir mal. Ja.
Also wie ihr seht, das funktioniert wirklich fantastico. Ihr braucht einfach nur das richtige Gummihund dafür. Und das geht einfach bombastisch. Und auch mal abschlecken. Das ist echt gut. Da braucht ihr so ein Paletten, also einen Streicher. Streicher, Spatten, an was ihr wollt, nehmt, wie ihr wollt. Und die denkt, dass ihr einfach das Ganze schön aufteilen. Ja. Also so viel wie möglich bitte gleichmäßig. Nicht, dass die eine Seite zu wenig abkriegt, dann die andere Seite zu viel. Das soll ja schon alles an Sinn machen. Ja. Und auch nicht zu dick das Ganze bitte machen. Ja, weil umso dicker ihr das macht, ja, umso schneller, also umso quasi mehr besteht die Gefahr, dass irgendwo nicht durch ist oder dass es quasi irgendwo verbrennt, wenn es ungleichmäßig ist. Also versucht es einmal so gleichmäßig wie möglich das Ganze zu machen. Ja. Du jass sie aus- und einsteigen, weil ich muss bei mir andauernd aus- und einsteigen, weil sonst darf ich nicht einmal lesen, was du lesen können, was du schreibst. Weil beim Nico sein Handy sehe ich gar nichts. Ja, das ist manchmal so. Und bei meinem Handy muss ich immer aus- und einsteigen, damit ich sehe, ob überhaupt wer was geschrieben hat. So. So, ich würde sagen, das passt einmal so. Meinst du, Antje, sie sind alle sprachlos, oder was? Mhm. Achso, die Jasmin hat gefragt, was wird das Gutes? Ein Topfen Pfirsichkuchen. Fast übersehen. Wir machen Topfen Pfirsichkuchen. Okay, komisch. Ja, wie gesagt, wir sind eigentlich die einzigen zwei. Also ich rede, du schreibst. Die Antje hat sich auch kurz eingemischt, also versammst nichts. Gut. So. Also wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, ob wir quasi nachher noch ein Video machen sollen. Heute, wie gesagt, mit einem Erdäpfelsalat. Die Spare Ribs kaufe ich sowieso vorher rein. Über die Marinade sage ich nur ganz wenige Worte danach, weil die Spare Ribs haue ich hier natürlich viel, 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 viel früher rein. Schleckermäulchen, gell? Ja. Ja, hallo Manuel! Mani! Das ist ja einfach. Die Jassi hat geschrieben, da fragst du noch? Sicher. Okay. Dann gibt es am Abend wieder unsere berühmte Erdäpfelsalat mit Jungzwiebel und Rotterzwiebel in der Rindsuppenbouillon mit Senf natürlich, und es wird ein ganz großer Leckerschmecker. Das ist echt ein bisschen so Dings, weil die Dinger sind schon ein bisschen glitschig natürlich. Also, man, ihr müsst es ja natürlich nicht so schön machen. Ja? Also manche Leute klatschen das einfach nur auf, das ist mir schon klar. Ich mache das jetzt ein bisschen schöner. Immerhin kommen ja die Videos auch woanders rein, und das muss ja Sinn machen. Ja? Mein Schatz, sie war heute auch wieder ganz tapfer, sie war heute wieder beim Arzt, hat sich ihre Infusion geholt. Weil ich hatte noch immer diese Schmerzen in die Hände, aber ich habe eine große Überraschung für Sie, denn ich habe jetzt über Internet ein paar Stative und Halterungen fürs Handy gekauft, damit sie sich nicht mehr so abquellen muss, während sie das Handy hält. Ja. Und das ist sicherlich ein bisschen ein Helferlein für die beste Kamerafrau im Waldviertel. Der Mann hat geschrieben, Nico packt und ich platze von den zwei Burgern. Das glaube ich. Das glaube ich auch. Also ich schaffe, früher, wo ich noch trainiert habe, habe ich A2 geschafft. Mittlerweile schaffe ich einen Halberten mit ein paar Pommes. Die Zeiten des vielen Essens sind vorbei. Also mehr will ich ehrlich gesagt nicht mehr geben, weil das ist ja die Passstücke da, das ist... Hey Birgit! Hallo. Dante hat geschrieben, beim Eischnee ist mein Kopfkino schon angegangen. Beim Abschlecken, oder was? Die Jassi geschrieben, eigentlich habe ich heute null Motivation zum Backen, warum auch immer, aber wo ich den Kuchen sehe, muss ich, glaube ich, doch was backen. Also, musst du nicht. Morgen ist Samstag, morgen kriegt sie eure Palatschinken, und zu den Palatschinken kriegt sie einfach 4 Stückel Kuchen dazu. Das ist ja kein Problem, nicht? Also, pff.
Wir sind ja nicht so. So, jetzt kommen dann die Mandelsplitter. Die Mandelsplitter geben wir dieses Mal nur so zwischen den Kuchen quasi, also zwischen die Spalten. Ja? Aber auch nicht zu wenig dieses Mal. Dieses Mal geben wir schon ein bisschen mehr. Ja, das soll so ein bisschen auch so ein Deko-Zweck sein. Das Ganze. Also ist zwei, ich sag da jetzt gar nichts dazu. Ich lache nur. Was denn? Die hat sie geschrieben, bei mir beim Schmecken mit den Klecks auf der Nase im Kopfkino. Aha. Und dann noch folgte pfirsiche Klitschige nur dazu. Naja. Dafür kennen wir nichts. So da. Ich habe sie jetzt, wie ihr seht, die Splitter jetzt nur mehr so auf eine Seite geben. Die drücke ich auch sogar ein wenig in den Teig hinein, damit sie mir nicht verbrennen oder so. Ja. Also wichtig ist, dass der Geschmack schön dann rauskommt. Ja. Die Pfirsiche habe ich geschaut, so gut wie möglich, dass sie sauber bleiben, also ohne die leckeren Finger. Und in Reihe und Glied, dass keiner aus der Reihe fällt da. Hm. Ja, so ungefähr, ja. Fast perfekt in Reihe und Glied. Also nicht Glitkörper, Glitmasse, sondern einfach. Ja. So, und dann tun wir, das kennt ihr eh schon, dann tun wir ein bisschen an Zucker überall rauf. Denn durch den Zucker, was man drauf gibt, der wird sich nachher ein bisschen karamellisieren. Und das gibt dann noch ein bisschen einen geileren Geschmack. Also damit Molle noch geiler werden, als wir so schon sind. So da. Ja, mir auch. Ist Arsch, gell? Was denn, Schatz? Ja, weil die hat sich geschrieben und ich gehe das Kaffee trinken mit mir auch. Mach dir keine Sorgen nicht, morgen dürft ihr trinken. Hä? Sei, mach dir keine Sorgen nicht, morgen dürft ihr trinken. Während ich die Palatschinken mache, damals Handy einklemmen und immer wenn die Leute kommen, machen wir die Tür auf. Und wenn unsere Besucher alle kommen, um ihre Palatschinken morgen zu holen, dann können sie ruhig quasi draußen vor der Tür, weil man darf ja maximal eine Person im Haus. Also machen wir draußen vor der Tür an unserem Tisch an Kaffeekränzchen. Sind wir offiziell draußen. Genau. So da. Also wir haben das drinnen. Wie gesagt, nachher gibt es Spare Ribs, die haue ich schon raus. Ich werde sie noch fertig marinieren. Die sind jetzt noch nicht quasi, sie sind schon mariniert. Allerdings, ich muss sie dann fertig marinieren. Da kommt jetzt ein bisschen an Bier, eine süß-sauer Chili-Soße, noch ein wenig Honig. Die Marinade so ähnlich wie die gestrige beim Händel. Aber wie gesagt, nur so ähnlich. Auch genauso ein wenig an Essig dazu, weil durch den Essig wird das Fleisch noch viel, viel wacher. Das Ganze kommt aber dieses Mal mit etwas Wasser dazu und das wird, ich schätze mal, wenn wir sie jetzt den Kuchen außernehmen, dann ist 5, also schätze mal um 7 fertig. Das heißt, gleichzeitig werden wir dann jetzt die Kartoffeln aufstellen für unseren Kartoffelsalat. Ja? Und dann, wie gesagt, da sehen wir sich nachher. Dankeschön fürs Zusehen. Fotos vom Kuchen kommen selbstverständlich gleich dann im Anschluss. Und wir sehen uns dann ungefähr um, ich schätze einmal so 6:30 werden wir sich sehen, damit wir dann eben den Salat gemeinsam machen können. Und die Spare Ribs dann als Vollendete, dass ihr das anschauen könnt, gell? Hallo Martina! Danke von mir! Danke von mir! Und wir sehen uns! Viert euch!